auf dieses Recht zu verzichten. Aber es gehört auch zur Freiheit, daran zu erinnern, Demokratie passiert nicht einfach, sie wird gemacht von uns. Demokratie, das ist gemeinsames Handeln von allen, die sich einbringen wollen. Und wie viel Kompetenz und Hingabe, wie viel Mut und Ehrlichkeit wir in der Politik vorfinden, ist kein Zufall, sondern Folge unserer Entscheidungen. Diejenigen, denen wir unsere Stimme geben, werden unser Land gestalten. Was wir aktiv beitragen, wird zum Programm. Was wir passiv hinnehmen, ebenso. Deshalb möchte ich Sie ermutigen, überlassen Sie unsere parlamentarische Demokratie nicht der Beliebigkeit oder gar dem Verdruss. Eigentlich ist uns das Wählen ja vertraut. Jeden Tag treffen wir unsere Wahl zwischen verschiedenen Möglichkeiten in allen möglichen Lebensbereichen. Warum soll das für die Politik nicht gelten? Unsere Demokratie lebt davon, dass wir eine Stimme haben und diese Stimme nutzen. Sie lebt davon, dass Bürger andere Bürger auf Zeit damit beauftragen, die öffentlichen Dinge zu regeln. Und sie lebt davon, dass die Gewählten ihren Auftrag ernst nehmen. Unsere Demokratie, sie ist nicht perfekt und ihre Ergebnisse überzeugen nicht jeden jederzeit. Aber sie ist vital, offen für Veränderung, lernfähig und damit die Ordnung, die das Kostbarste schützt, was wir haben. Selbstbestimmt und eigenverantwortlich unser Leben, unsere Zukunft zu gestalten. 61,8 Millionen Bürgerinnen und Bürger sind in diesem Jahr wahlberechtigt. Jede und jeder Einzelne kann gewiss sein, ihre, ja auch ihre Stimme, hat am Sonntag Gewicht. Und zwar genauso viel wie die Stimme ihres Nachbarn, ihres Vorgesetzten oder die des Bundespräsidenten. Wir alle haben die Wahl. Wollen wir abwarten, zuschauen oder mitwirken? Indem wir wählen, entscheiden wir uns für eine lebendige Demokratie.